Warten wir noch kurz. Es wird ja alles live übertragen auf YouTube. Ja, schon viele Partner hier. Alle sind rechtzeitig da. Okay. Heute werden wir, wie immer, über CryptoUnit sprechen, über die Blockchain, über den Start, die wir gestern hingelegt haben, was auf uns in den nächsten Tagen, Monaten noch zukommt. Ich heiße Maria Antaninka, also alle kennen mich. Gestern, am 10. März, ist eigentlich der eigentliche Übergang vom Backoffice, vom Privataccount auf CryptoUnit, auf die CryptoUnit-Blockchain. Wir haben das gestaffelt, wir haben das stufenweise gemacht. Wir haben diese grüne Schaltfläche nicht für alle freigeschaltet. Denn nicht jeder hat VIP-Club bezahlt. Das war eine kleinere Gruppe und diese Menschen, die sind Pioniere, die sind Pioniere, die sind Vorreiter. Und Schwierigkeiten und Schritt für Schritt Schwierigkeiten beseitigt, haben jedes Problem gelöst und eines nach dem anderen. Und es ist eine große Freude für alle. Und heute möchte ich beginnen mit Dankesworten. Natürlich, ich möchte unseren Entwicklern danken, die wir bei der Ausschreibung ausgewählt haben. Also die Firma Stanum aus Weißrussland. Ich würde sagen, Stanum heißt, glaube ich, ich würde sagen, die würden, die, das, der passendere Name wäre Kryptonit. Also das ist ein, ich weiß nicht, das war Kryptonit, das war ein Metall oder irgendwie ein Planet aus einem Blockbuster, aus einem Actionfilm, also Kryptonit, also etwas Zauberhaftes, etwas Fantastisches, etwas Ungewöhnliches. Wir haben ein Projekt ins Leben gerufen, Tanium, genau, das heißt Zinn, Zinn auf Deutsch und haben ein einzigartiges Projekt hier ins Leben gerufen, denn alle ähnlichen Projekte, die waren zuvor aber sehr klein angelegt. 10.000 Nutzern, 20.000 Nutzern. Wenn wir jetzt unseren Explorer anschauen, wir haben 870.000 Accounts, denn die Synchronisation hat ja eine Woche lang gedauert, bis alle Daten übertragen wurden auf die Blockchain. Und das war eine richtige Entscheidung, diesen Fluss Gemeinschaft der Partner zu trennen. Erstmal die VIP-Clubber, für die wurden dieser grüne Button freigeschaltet. Und nach bei 3, 4 Tagen wird dann diese Funktion dann für alle anderen freigeschaltet. André Hovrata wird das bekannt geben. Ja, nach dem Status, also Konsultant, und wenn Sie dann ab 1000 Dollar investiert haben, dann kommen Sie unbedingt an diesem Samstag zum nicht öffentlichen Webinar. Es gibt fantastische Nachrichten. Die Börsenregistrierung. Die Registrierung ist eröffnet und der Hauptzweck ist die Verifikation. Dort gibt es keinen Handel dort.
Wir haben getestet, wir haben mit Ordern versucht, Krui und PB. Es waren kleine Volumina auf diesem Guthaben bis zu 1000 Kronen. Die haben damit gespielt. Die Tester, erstmal dieser Handel wurde dann abgeschaltet bis zum 20. März, damit alle sich verifizieren lassen können. Also das werde ich einiges noch sagen, aber hier möchte ich unserem Privataccount-Team danken, denn es war eine große Arbeit, die ganzen Integration, Synchronisation, Tag und Nacht diese Datenmigration. Gab Fehler, es gab Probleme. Mal hat es ein bisschen Arbeitsspeicher und Speicherplatz gefehlt auf der Blockchain. Und es war schwierig und die alle haben das geschafft. Wie es also ging manchmal sehr harsch zu, aber haben es geschafft und der Kundensupport mit Dina Klemanova an der Spitze, die Mitarbeiter auch. Es ist ein großer Andrang von vielen, vielen Anfragen. Unternehmen alles Notwendige und die wissen, wie man diese Anfragen behandelt, wie man die beantwortet. Und es war alle Achtung, die gingen nur 3 Uhr nachts zu Bett und am Morgen gab es wieder 1 Million Anfragen, die muss man alle beantworten. Also eine enorme, enorme, wirklich eine sehr harte Arbeit und Informationsdienst, Informationsservice, Support-Service, Software, Ingenieure und Experten. Ich möchte allen danken und natürlich an Sie, an die Partner. Danke für Ihre Geduld. Diejenigen, die in Chats uns unterstützt haben, die haben positives Feedback gelassen. Es gab auch viele, die immer moniert haben, aber ich glaube, jetzt wird es nur besser gehen. Ja, diese Folie, wir haben immer präsent, wir hatten immer präsent, denn alle kennen, welche Tokenarten wir haben. Aber hier möchte ich näher darauf eingehen und erklären. Wir freuen uns über CryptoUnit. UNTB wird schon allmählich gewonnen, geschürft. Wir haben 1 Million USDU-Stablecoin emittiert. Aber wir haben unser WorldCrew auch nicht vergessen. Unbedingt achten Sie darauf, dass im UGPay-Account Security-Token verkauft werden, WorldCrew verkauft werden. Und in nächster Zeit gibt es viele Informationen. Also wir arbeiten mit einer Marketinggesellschaft, Marketingfirma, die haben viel Erfahrung mit Kryptowährung und WorldCrew-Token wird wertvoller sein in der Welt, denn das ist ein registrierter Security-Token von der Wertpapierkommission. Und sobald diese Konvertierungsschaltfläche freischaltet wird, verpassen Sie nicht diesen Moment, warten Sie nicht ein halbes Jahr. Diese Funktion gibt es ein bisschen später, gegen Ende März, glaube ich. Token ist bei der Wertpapierkommission registriert und die Gesellschaft, die Schweizerische Gesellschaft UGP, die bereiten sich jetzt auf die Wirtschaftsprüfung vor, also auf die Rechnungslegung sozusagen, Berichterstattung gegenüber Behörden. Also wir arbeiten auch an der Förderung, an der Vermarktung von Token. Also diese Blockchain-Token werden PR machen dafür, also bewerben, werden eine Werbung machen, um einfach Interesse nicht nur bei unseren Partnern, nicht nur intern zu wecken. Diejenigen, die bei der Akademie für Privatinvestoren sind, bei Everich, aber wir wollen ja weltbekannt werden.
Und B angeht, dieser Migrationszeitpunkt, als wir diese Accounts aufgefüllt haben, um ein Wallet einzurichten, brauchte man 430 UNTB-Token, also diese 16 Kilobyte Arbeits- also oder Speicherplatz. UNTB hat es gekostet. Und jetzt, wenn die Partner fragen, warum haben wir Crew für UNTB Staking gemacht und warum wird uns wenig gut geschrieben? Aber Sie haben doch im Video gesagt, dass in ein paar Minuten 80.000 UNTB und wir, warum haben wir so wenig? Möchte ich sagen, als ich das Video aufgenommen habe, das war eine Test-Blockchain und ein Test-Privat-Account. Natürlich, auf einer Test-Blockchain war ich alleine. Ich war die einzige Person, die Staking gemacht hat. Crew, also auf einer Test-Blockchain. Und natürlich die ganze UNTB-Emission, damals, als ich das Video aufgenommen habe, ich wurde die Besitzerin davon. Jetzt haben wir am Tag, pro Tag werden, wie ich sage, kommen über 6 Millionen UNTP-Token zur Welt. Also wenn wir 800 Accounts haben und jeder Staking macht, Crew für UNTP, also diese 6 Millionen wird dann durch 800.000 geteilt, so würde jeder 5 bis 6 Token am Tag bekommen. Stellen Sie sich vor, morgen neue Kunden kommen, neue Interessenten, Wallets einrichten wollen auf unserer Blockchain und sie würden dann 500 Token brauchen, UNTB-Token brauchen, um ein Wallet einzurichten. Natürlich, das wird alles anteilig. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Die haben 40 UNTB verdient. Jemand 40, 50 und diese Person braucht dann 500. Wer würde das an der Börse kaufen und wird extern zu uns kommen und ein Wallet anrichten? Jetzt haben wir nur Krypto-Unit-Partner mit Wallets versorgt. Die waren 2 Jahre lang mit uns. Dann, ich glaube, das wird Ende März, Anfang April der Fall sein, soweit sein. Es wird eine Möglichkeit geben, auch die Möglichkeit geben, Krypto-Wallets einzurichten für externe Personen. Und dann werden sie dann technische Token brauchen. USDU, wir haben, glaube ich, einen guten, wirklich guten Artikel vorbereitet. Der soll dann veröffentlicht werden diese Woche oder nächste Woche in den Medien. Der ist in welchen Medien genau? Haben die heutige Situation mit USDT, Stablecoin, besprochen und USDC. USDT, wer nicht weiß, USDT, das ist ein Stablecoin, emittiert vor vielen, vielen Jahren. Wer weiß, schreiben Sie das Jahr. Ich glaube, 2016 war das auf der Ethereum-Blockchain von der Bitfinex-Börse. Mhm. 2017, da war ein großer Skandal. Hatten Stablecoin USDT oder Teaser werden sie bezeichnet. USDT Teaser, die haben im Dezember 2017 einige Milliarden. Wertpapierkommission hatte einen Verdacht bekommen, dass diese USDT nicht gesichert waren. Also die Börse wurde gebeten,
Ausgaben Auskunft vorzulegen, wo Fiat-Dollar dann gelagert werden, die dann diese Coins sichern. Sie haben keine Informationen vorgelegt. Die haben gesagt, es ist bei der Bank und die Bank liegt nicht in den USA, sondern irgendwo in einer Jurisdiktion, die mit der US-Regierung nicht kooperiert. Und das ist Bankgeheimnis. Ja, 2015 war das, genau. Vielen Dank. Und 2017 gab es dieser Skandal. Also diese Probleme laufen bis jetzt. Und später gab es USDC-Token, emittiert von einer amerikanischen Firma auf der Coinbase. Die haben sich an der Wertpapierkommission registrieren lassen. Die haben transparente Nachweise vorgelegt, dass ein von der US-Regierung kontrollierter Token ist. Und die ganzen Volumina wurden nachgewiesen, gesichert. Und viele Partner in diesem Jahr, als der Gerichtsprozess zu USDT gemacht wurde, sie haben diese Vermögen zu USDC gewechselt, umgetauscht. Beliebtheit von Stablecoins, das alles, ja, die wurden auf der Ethereum-Plattform emittiert. Heute beträgt die Ethereum-Gebühr beträgt die Gebühr $20. Also wenn wir ein USDT verschicken wollen, dann zahlen wir auf Ethereum 23 Dollar Gebühren. Wenn wir USDC verschicken wollen, dann ist die Kommission $14. Die haben einen anderen Smart Contract, also ein bisschen weniger, aber das ist trotzdem viel. Auch wenn Sie $14 verschicken, also $100 verschicken, dann $14 Gebühr, das ist zu viel. Wegen dieser Kommissionen haben viele immer mehr Partner auf USDT Stablecoin gewechselt, auf der Tron Blockchain. Es gibt da Stablecoin auf der Tron-Plattform. Ich habe dort auch ein Wallet eingerichtet. Und was habe ich dort gesehen? Um USDT vom Tron-Wallet zu verschicken, braucht man Tron-Coins dort, mindestens 5 Trons. Also das heißt $5. Einmal muss man das deponieren, dann kann man diesen Wallet nutzen. Aber um Trons zu kaufen, war der minimale Ankauf von 50 Trons, also $50 muss ich zahlen. Und natürlich in dieser Situation weltweit, die Situation um die Stablecoins, denn seit 2015 alle wollen mit ihm arbeiten, mit diesem Token arbeiten. Unser Token ist natürlich viel attraktiver, denn wir haben keine Kommission, keine Gebühr. Das können Sie schon jetzt schürfen, meinen Token cross-staken lassen und dann bekommen Sie UNTB. Und dann nutzen Sie diesen Stablecoin kostenlos, blitzschnell überweisen unseren USDU-Coin werden wir natürlich eine gute Werbung machen, gutes PR machen, denn das ist klasse. Nächste Folie bitte. Okay. Ja, wie Sie wissen, links, das ist ein Screenshot. Rechts, die Börse. Das ist die Börse. Was können wir heute mit den Wallets machen? Nicht alle Funktionen sind aktiviert. Wir können dort nur Crew freigeschalten für Einkommen,
in Form von UNTB machen. Crew for Crew, diese Funktion ist jetzt inaktiviert. Einige Partner haben das schon mal ausprobiert, gestern, aber dort gab es eine limitierte Anzahl von Crew, also die waren für die Tester bestimmt. Aber einige Partner haben es geschafft, die waren zu schnell und diese Balance, wenn Sie anschauen, wie viel dort gibt, also von 3 Milliarden, also 3 Milliarden, die wurden dann, diese Zahl wurde reduziert, also die sind jetzt 2 Milliarden 700 Millionen. Und weiter, diese Funktion wurde dann abgeschaltet. Bis auf Weiteres werden diese Daten sehen am Ende des Webinars, wenn wir Taking Crew für Crew einschalten werden. Also Crew für UNTB ist jetzt zugänglich. Vertierung Crew gegen World Crew wurde auch abgeschaltet. Suchen Sie nicht nach dieser Schaltfläche. Sogar in der Textanleitung steht, dass diese Funktion später eingeschaltet wird. Crew gegen World Crew Umtausch wird für USDU erfolgen. Und dieser USDU kann man dann an der Börse kaufen oder über Quantum. Werde ich später dazu etwas sagen. Wer heute in Crypto Wallet war, Sie können Staking Crew bemeinen. Wenn Sie freigeschaltete Crew haben, dann können Sie untereinander verschicken, P2P. Diese Funktion ist schon vorhanden unter den Partnern, die Wallets bereits besitzen. Qualitätsbonus wird in USDU gutgeschrieben, aber nicht sofort, nicht morgen. Wir sind ja alle gewohnt, dass Loyalitätsboni vom 8. bis 10. jedes Monats gutgeschrieben werden. Aber so ist es zusammengekommen, dass der 10., das war der Übergang auf die Blockchain und heute hatten nur die VIP-Clubber diese Möglichkeit. Und nach 3 Tagen werden alle diese Möglichkeit haben. Also man muss abwarten, bis die meisten Partner auf die Krypto-Wallets wechseln. Folgen. Man braucht, das ist notwendig, dass alle auf der Blockchain sind. Ja, Registrierung, Verifikation und die Möglichkeit, ein Depot zu eröffnen, Börse, Bitcoin, Ethereum, EOS aufzuladen und mit Fiat-Dollar und Euro. Natürlich, die Partner, die aufgeladen haben, sie sehen die Order nicht, dass jemand USDU oder UNTB angeboten haben. Der Handel wurde gestoppt, denn wir an der Börse haben sich 30.000 Menschen registriert. Nur 4.000, 5.000 Partner haben die Verifikation geschafft. André Hovratov wird da nähere Zahlen Ihnen mitteilen. Zur Verifikation möchte ich noch einiges sagen. Es gibt einen Roboter auf der Seite von Global Pass, ein Software. Wenn Sie hochgeladen haben, wenn Sie in einer Datei hochgeladen haben, wenn Sie richtig in die Kamera geschaut haben, ja, im Global Pass schauen wir die Profile an, was, also die Kamera, die funktioniert 30 Sekunden und
was Menschen nicht alles schaffen. Also die bohren im Ohr, in der Nase, in diesen 30 Sekunden. Also wie kann denn dann ein Computer erkennen, dass das, was sie gemacht haben, ihrem Lichtbild im Pass entspricht? Global Pass, was macht er? Er nimmt das Bild, diese 30 oder 40 Sekunden, und splittet das in 40 Fotos, und dann muss er vergleichen mit dem Lichtbild. Und dann so, eines nach dem anderen. Ist es denn wirklich die Person, die vor der Kamera sitzt, die auf dem Lichtbild ist? Und das ist natürlich dann unmöglich, wenn man tanzt vor der Kamera. Wenn Sie ein gutes Video und einen guten Scan gemacht haben, dann läuft die Verifikation automatisch blitzschnell. Wenn nur etwas nicht stimmt oder wenn Ihr Name mit dem Namen einer politischen Person zusammenfällt, mit einem Abgeordneten oder mit einem Richter oder was weiß ich, also politisch exponierte Personen, denen verboten ist, die kein Gewerbe betreiben dürfen. Ich weiß, in Vietnam gibt es viele Namen, die zusammen. In Vietnam gibt es sehr viele ähnliche Namen. Ich glaube, die Hälfte des Landes dort, die eine Hälfte hat den Familiennamen Kam und die andere Hälfte Chen. Und es gibt viele, viele Namen, die zusammenfallen. Und der Roboter kann diese Entscheidung nicht selber treffen. Ist es denn wirklich die Person oder die politisch exponierte Person oder eine andere? Und natürlich, der Roboter lehnt das ab. Und hier gerade werden Menschen dazwischen geschaltet, unsere Mitarbeiter, MLM und KYC, Offiziere in Tallinn bearbeiten all diese 30.000 Kunden manuell. Wer automatisch das gemacht hat, also der Name fällt nicht zusammen mit anderen Personen, das Lichtbild stimmt. Und wenn es etwas nicht stimmte, dann braucht man einen Menschen, menschliche Augen und Hände, die das alles bearbeiten werden. Und Menschen schreiben mir, wir haben bei Global Unit Pay Verifizierung, an der Börse hat es nicht geklappt. Also es ist doch das Gleiche. Aber denken Sie daran, wie viele auf die Verifikation am Zahlungssystem gewartet hat. 1 Monat, 2 Monate haben einige gewartet, denn wir haben damals, also damals wurden die Daten manuell behandelt und bearbeitet. Also da musste man schauen, dass wir war schlechter Qualität oder die Angaben waren ständig. Also wenn sie nicht vorbestraft waren, nur wenn die Daten nur nicht stimmen, dann können sie einfach nochmal versuchen, klicken und dann versuchen sie, ihre Papiere nochmal hochzuladen. Aber dafür braucht man Zeit. Die Jungs arbeiten von Montag bis Freitag, also die arbeiten nicht rund um die Uhr, die haben einen normalen Arbeitstag, Montag bis Freitag von 8 bis 5 Uhr. Und wie viele Anträge sie schaffen, desto viele Anträge werden sie bearbeiten. Und natürlich, wenn es bei einigen Personen irgendwelche Vorstrafen gab oder andere Schwierigkeiten, dann wird die Verifikation nicht erneut angeboten. Also die manuelle Bearbeitung läuft und ich glaube, bis zum 20. März dieser ganze Anfragevolumen wird dann bearbeitet werden. Weiter. Wie ist es denn jetzt um unsere grüne Zauberschaltfläche bestellt? Diese
dieser Button in vielen Sprachen der Welt, und jetzt steht nur auf Russisch. Die haben vielleicht erstmal vergessen, das alles zu übersetzen, denn alle anderen Felder wurden übersetzt und viele Partner haben denn. Viele haben mich gefragt, also wenn diese grüne Schaltfläche auf Russisch ist, dann wird auch die Seed-Phrase, dieses Passwort dann auch auf Russisch sein. Nein, nein, diese Worte werden auf Englisch sein und hier steht der Wallet-Adress, diese 12 Zahlen. GSHUL. Bevor Sie den Schlüssel generieren, Sie können darauf klicken, auf die Blockchain gehen und die Gesamtanzahl von Crew sehen und die Anzahl von Freigeschalteten. Natürlich in der Regel fallen diese Zahlen zusammen. Die Anzahl der Freigeschalteten unterscheidet sich. Und Sie müssen bitte nicht an den Support schreiben, bevor Sie den Schlüssel generiert haben und nicht in Ihren Wallet gelangen. Sie haben das insgesamt angeschaut, dass die Anzahl stimmt und dass sie es dort gibt auf der Blockchain, und dann generieren Sie diesen Schlüssel und im Wallet machen Sie die Freischaltung, die Entsperrung. Also Sie starten den Freischalter-Smart Contract. Erstmal auf die Adresse klicken und schauen, ob es sie auf der Blockchain gibt, bevor Sie den Schlüssel generieren. Wir haben heute Anfragen von 10 Partnern bekommen. Sie haben geschrieben, die haben auf Wallet-Adresse geklickt und auf der Blockchain gab es ein Fenster. Ein Account wurde nicht gefunden, also Nutzer nicht gefunden. User not found. Sie haben dann sofort den Support angeschrieben. Wir haben dieses Problem bearbeitet. Wie ist es denn dazu gekommen, dass im Privataccount gibt es die Wallet-Adresse und auf der Blockchain gibt es diesen Account nicht? Was ist passiert, als wir dieses Problem gelöst haben? Bei der Migration gab es einen Moment auf der Blockchain. Wir haben einen Registrator-Account und dort gibt es UNTB für die Registrierung von neuen Wallets. Und zu einem Zeitpunkt, vielleicht irgendwann in der Nacht, die Migration hat gedauert, rund um die Uhr, und dann waren UNTB auf diesem Registrator-Account verbraucht, als wir morgen dieses Problem entdeckt haben. Wir haben dann 5 Millionen UNTB dahin draufgeladen. Sie können Sie viele UNTB sehen, also diese Zahlen, das ist ein Vorrat. Vorrat für die Registrierung von neuen Wallets. Wir haben dann diese Reserve UNTB dann aufgeladen. 100 Millionen dann haben bereitgestellt für die weitere Einrichtung von Wallets. Vielleicht ist es in der Nacht passiert, dass die Account auf der Blockchain wurde eingerichtet, aber dort gab es zu dem Zeitpunkt gab es nicht diese UNTB, und fehlende Accounts. Wir haben diese ermittelt. Wem die UNTB nicht gut geschrieben wurden. Also jetzt bearbeiten wir erneuern die Guthaben, die UNTB, und ich glaube, in 2, 3 Stunden, wer damit konfrontiert war, versuchen Sie dann auf der Blockchain nochmal und Ihr Account auffinden. So ein Problem gab es auch. Weiter. Auf den Bildschirm weitergeleitet werden, Schlüssel generieren. Wir sehen diese 12 Wörter. Es gab noch einen Fall.
In diesem Feld gab Momente, wo die Partner von 12 Wörtern ein Wort doppelt war. Wenn wir jetzt drauf schauen, zum Beispiel, wir nehmen also das erste Wort Wave. Jetzt können wir vorstellen, dass anstatt Cage Nummer 10 nur nochmal Wave wäre. Und wenn die Partner das kopiert haben oder manuell angegeben haben, der Privataccount, dann geschimpft, irgendwas stimmt nicht und die wurden dann zurückgeleitet. Schon wieder diese 12 Wörter und dann haben sie wieder versucht, es hat wieder nicht geklappt. Das ist ein kleiner Mangel vom Privataccount, denn diese SIT-Phrase kann auch eigentlich aus 10 gleich denselben Wörtern bestehen. Wenn Sie eine SIT-Phrase da irgendwie zusammenstellen, dann können Sie nur ein Wort benutzen. Das ist, es wird dann ein Hash geben und der Schlüssel wird dann generiert sein, aber der Privataccount hat von sich selbst entschieden, dass das nicht gut ist und alle, es müssen nur unterschiedliche Wörter sein. Vielleicht ist es aber auch richtig. Denn diese Wörter, die werden herausgefischt aus einer Datenbank oder aus einem Wörterbuch, einem Wortspeicher. Stellen Sie sich vor, es gibt ja ein Wörterbuch, so wie Duden, und alle Wörter, die da drin sind, das ist wie ein Swimmingpool, ein Schwimmbad, und der Privataccount fischt da einfach 12 Wörter heraus und es kann passieren, dass ein Wort doppelt ist. Was muss man dann in diesem Fall machen? Also wenn Sie gesehen haben, dass Sie ein Wort doppelt haben, müssen Sie nichts vornehmen, nichts ausprobieren, wird nicht funktionieren. Einfach ausloggen, einmal einloggen, einmal die Seite erneuern, Cache, Dateien-Cache, löschen und nochmal Schlüssel generieren und es gibt dann neue Wörter. Oder viele Partner haben eine andere Sprache eingestellt. Also wenn Sie Russisch ausgewählt haben, dann schalten Sie auf Englisch und das wird dann andere Wörter sein. Französisch auf Englisch und umgekehrt. Also diese Manipulationen mit dem Privataccount, dann so können Sie einen neuen Set von Wörtern generieren, bevor Sie das in dieses Fenster eingeschaltet haben mit einem und bevor es ein grünes Häkchen Sie nicht sehen. Also diese Manipulationen sind sicher, also die sind nicht gefährlich. Also diese Manipulationen zurückgehen, wieder ausloggen, wieder einloggen, bevor Sie diese Zielphrase nicht checken lassen. Es ist alles harmlos, sagt. Welche Fälle gab es noch? Eine Frau hat geschrieben, ich habe keinen Screenshot vom Bildschirm gemacht. Ich habe mir diese aufgeschrieben auf ein Blatt Papier. Oder ich empfehle allen eine Textdatei in eine Word-Datei. Oder in eine Notizdatei. Oder Sie können mit dem Smartphone einfach ein Foto machen von Ihrem Bildschirm. Für Notfall. Einfach auf Nummer sicher. Und die Frau hat geschrieben, es gibt da keine Taste Print Screen, also Screenshot machen. Sie können dann mit Ihrem Smartphone den Bildschirm fotografieren und dann haben Sie auf dem Smartphone diese 12 Wörter. So etwas gibt es auch. Das ist meine Empfehlung an Sie. Aber ich kann dann keine anderen ernsthaften Probleme nennen. Also diese doppelten Wörter,
und fehlende Accounts auf der Blockchain. Und doch, es gab auf der nächsten Folie. Ja, genau. Wenn auf zum Wallet wechseln, dann müssen Sie die Wallet-Adresse einschalten und dann diese 12 Wörter eingeben, getrennt mit Leertaste. Viele Partner, wenn die aus einer Textdatei kopieren, entweder eine Leerstelle zu viel oder selbst in der Wallet-Adresse, da die Leerstelle gibt es entweder zu viel oder zu wenig in der Seed-Phrase am Anfang oder am Ende und dann klappt es nicht. Die Blockchain sagt, nein, die Seed-Phrase ist nicht, irgendetwas stimmt nicht und hier müssen Sie jedes Wort trennen und diese Leerstellen einsetzen in einer Wortdatei, dann kann Wort automatisch korrigieren. Sagen wir mal, dass die Wortdatei denkt, dass es einen Fehler gibt in einem Wort. Ich habe einen Fall gehabt, February. Wort, bei mir wurde dieses Wort klein geschrieben, alle Wörter wurden klein geschrieben und Word sagt, nein, im Englischen muss man alles groß, alle Monatsnamen groß schreiben und hat es automatisch korrigiert. Aber ja, das ist das gleiche Wort, aber groß passt nicht. Hier muss man auch aufpassen. Oder in einer Notizdatei. TXT. Ja, also viele mögen das anders, also Word-Datei, TXT-Datei. Also darauf muss man achten. Großschreibung und Leerstellen. Weiter. PIN-Code. Es gab viele Fälle, wo nimmt man einen PIN-Code, den PIN-Code mit mir und selber ausdenken. Am besten einen komplizierten PIN-Code, nicht 6 Nullen, 6 mal 0 oder 6 mal 1. Ein PIN-Code, den Sie sich merken können. Wenn wir in einem Browser, ja, in unserem Wallet, wenn wir alles gemacht haben, Staking freigeschaltet, einfach alles gecheckt, dann schließen dieses Fenster. Das heißt, wir haben uns ausgeloggt. Und bei der Neuanmeldung, beim Einloggen, müssen wir diese Seed-Phrase geben, unseren Wallet-Namen. Und für jede Session den gleichen PIN-Code nutzen. Oder wir können das auch wechseln. Ich habe mehrere Wallets. Mein Mann und mein Sohn haben auch verschiedene. Ich nutze den gleichen PIN-Code. Ich muss doch das Leben nicht komplizierter machen. Sie können auch den gleichen PIN-Code nutzen. Wenn Sie dann anders gelaunt sind, dann können Sie dann den PIN-Code ändern. Also, wenn Sie den PIN-Code falsch eingegeben haben, dann müssen Sie sich ausloggen, Logout oder Fenster schließen und dann versuchen Sie nochmal. Der PIN-Code passt. Warum das nicht klappt, das ist, ich glaube, dass der Browser diese Passwortverbindung gespeichert hat. Einmal gespeichert, dann das zweite Mal gespeichert und irgendwas hat sich geändert und dann stimmt es nicht. Unsere Gemeinschaft ist leider nicht so gut vorbereitet. Wir arbeiten mit dem Krypto
mit Krypto-Wallets. Jetzt müssen wir die Seed-Phrasen aufbewahren. Ja, weil alle wollten ja, dass wir das im Privataccount speichern. Und wenn wir alle verpflichtenden den PIN-Code für immer sich einprägen sollen, dann wird es eine Katastrophe sein, dann wenn man das verliert. Denn diese Möglichkeit, PIN-Code zu wechseln beim Einloggen, Ausloggen, für die erste Zeit, es uns möglich, uns anzugewöhnen und sich keine Gedanken machen, wie war mein PIN-Code nochmal? Ja, mancher würde sagen, das ist nicht ganz sicher. Wenn jemand anderer versucht, dann sich einzuloggen in ihrem Wallet, dann wird es nicht klappen, wenn er den PIN-Code nicht kennt. Das ist eine vorübergehende Maßnahme, unsere Partner, unsere Omas und Opas, wie ich sie liebevoll bezeichne, wenn sie müssen erstmal lernen, diese Krypto-Wallets zu bedienen. Das ist eine kleine Erleichterung für sie. Vielleicht dann nach 2 Monaten, 3 Monaten wir den PIN-Code so festlegen, dass der dann nicht mehr verändert werden kann. Also wir können da auch abstimmen. Ich glaube, ich finde das gut, dass man den PIN-Code wechseln kann. Gab bei mir auch eine Situation, ich habe bei der Bank, beim Internetbanking, das Passwort, den PIN-Code verloren oder vergessen und nirgendwo habe ich das aufgeschrieben. Also Passwort ändern. Dann musste ich in die Bank fahren und dann musste ich nachweisen, dass mein Konto ist und dass ich glaube, das war Jutkredit Bank, also eine schreckliche App. Und ich habe gekämpft in diese App dort und es war schwierig. Weiter. Ihre Wallet-Adresse. Ja. Wallet-Adresse müssen Sie dann angeben, wenn Sie Token be bekommen oder verschicken wollen. Da sehen Sie diese Adresse und weiter. Hier auf die Schaltfläche verschicken drücken. Sie sehen jetzt alle vier, aber verschicken können Sie nur freigeschaltete Crew oder UNTB. UNTB, die Sie gestaked haben. Wenn Sie verschicken, dann müssen Sie die Wallet-Adresse des Empfängers angeben. Untereinander müssen Sie da im Memo-Bereich nicht schreiben, aber wenn Sie an die Börse verschicken, dort muss man unbedingt Memo beachten. Die Börse Memo, das ist ein langer Hash. 0, 0, X und dann ein, das sind ja 32 Symbolen, da eine lange Zeile, das ist ein Memo. Und die Wallet-Adresse beträgt maximal 12 Stellen. Wir haben Vault Crew Account, wir haben Registrator Account. Dort ist die Adresse kürzer als 12 Stellen, aber mehr als 12 Zeilen kann es nicht geben. Also passen Sie auf, wenn Sie eine Wallet-Adresse Ihnen zugeschickt hat und da steht 13 Zahlen, 13 Stellen oder 14 Stellen, dann ist es ein Fehler. Dann bieten Sie diesen Menschen, dieser Person dann einen Screenshot zu machen, wo er diese Token bekommen will. Weiter. Ja, Staking. Crew für UNTB jetzt vorhanden und Crew für Crew werde ich
später dazu kommen, weiter. Vielleicht oder wir kommen einen Schritt zurück. Diese UNTB für NET und CPU. Jemand versucht, also die jemand hat jemand versucht, das Staken für NET und CPU, aber heutzutage, das ist nutzlos. Wenn Sie einfach auf die Tasten drücken wollen, dann können Sie das machen. Aber jetzt, unsere Blockchain ist nicht ausgelastet und Ihr Wallet ist jetzt relativ frei. Gibt es nicht viele Transaktionen? Das Staking NET und CPU brauchen Sie. Wenn Sie dort diese Skala dieses Rädchen dort ganz aufgefüllt ist, dann müssen Sie Staking machen, um mehr Arbeitsspeicher zu bekommen. Aber jetzt brauchen Sie das nicht. Sie nur diese zwei Arten von Staking, die Sie jetzt sehen, das andere brauchen Sie jetzt nicht so. Crew gegen Bold Crew Konvertierung, das gegen Ende März wird. Und viele fragen, was ist mit der Konvertierung Crew gegen Bold Crew? Also Crew vor Crew nach dem Event-Tarif, wie kann ich dann meine Crew dann umtauschen nach 3 Jahren? 1:1 Gebühr, die Sie rechts sehen, diese kleine Kommission, diese Gebühr für die Konvertierung, die wird nach dem Marktkurs errechnet. Das ist keine Transaktionsgebühr, sondern das ist der Ertrag von UGP Group. Denn UGP Group wechselt jetzt die Crew-Token 1:1 und erhebt eine kleine Gebühr, denn Vault Crew ist jetzt gesperrt und nach einem Jahr, wenn Vault Crew freigeschaltet werden und dort gibt es auch einen Markt, einen Börsenhandel, der Kurs, die Kursdifferenz, wir wissen nicht, wie die dann aussieht, vielleicht ähnlich Crew $10 und Vault Crew $10. Keiner weiß das. Oder umgekehrt, Vault Crew wird so stark wachsen, dadurch, dass es zu wenig Security Token gibt. Und passieren, dass Vault Crew auch teurer wird. Wenn Sie tauschen wollen, Crew gegen Vault Crew, Crew, dann wie Geld. Wenn Sie Vault Crew für Bitcoins kaufen und je nachdem, wie der heutige Bitcoin-Kurs ist, dann wird diese Konvertierung Ihnen anzeigen, dass Sie eine Gebühr dazu zahlen müssen, so und so viel, um den Kurs auszugleichen, den Crosskurs. Oder umgekehrt, Crew sind dann teurer. Vault Crew, dann ist die Gebühr minimal, wie diese hier, eine winzige Kommission, eine winzige Gebühr. Ansonsten ist dann eine kleine Differenz. Ja. Ich weiß nicht, es gibt ja, es ist jetzt nicht alle Tage Sonntag. Also wenn Sie 3 Tage, 3 Jahre lang 8% monatlich bekommen wollen, aber dann nicht am Ende von diesem 3-Jahres-Raum dann eine Konvertierungsgebühr nicht zahlen wollen. So
Das gibt es nicht. Sonst ist dieses Angebot zu lecker. Man kann wirklich damit viel verdienen, um dann noch kostenlos Crew gegen Bold Crew umzutauschen. Das will ich alles. Also als Unternehmer kann auch verdienen am Tokenverkauf und nicht nur verschenken. Weiter die nächste Folie. Ja, USDU. Im März wird daran gearbeitet, dass man über Quantum auch USDU auf dem Crypto-Wallet kaufen kann. Kaufen und verkaufen. Es gibt dann Visa, Mastercard, Gebühren, wenn Sie USDU mit der Karte über Quantum kaufen, dann beträgt die Gebühr 6,7%, 3,5% Mastercard und dann Processingzentrum, also insgesamt 7%. Aber wenn Sie ein Dollar brauchen, dann zahlen Sie 1,07 und so weiter. Es wird dann sehr bequem sein, für kleinere Summen Karte zu bezahlen und dann, nachdem Global Unit Pay eine Lizenz bekommt für den Card-to-Card-Transfer, ich weiß nicht, wie das genau heißt. Also im letzten Webinar hat Valentin Sakolnikov das erzählt, haben die beantragt und da kann man USDU dann auf die Karten überweisen, aber nicht sofort, nur vielleicht nach einem halben Jahr gibt es diese solche Möglichkeit. Also im März kann man dann USDU bereits auf dem Crypto Wallet kaufen. Weiter. Die meisten Transaktionen erfolgen und an die Börse gehen die Käufer, die Trader, die Händler, um Crew-Token zu kaufen. Wer sich vor kurzem angeschlossen hat und die Freischaltung da ist, die Token nicht freigeschaltet ist, jemand ist ein halbes Jahr nur im Projekt, also um liquide Token zu bekommen, um dann diese leckere Staking nutzt. Freigeschaltete Crew kann man dann an der Börse kaufen oder bei den Partnern. Wer Crew kaufen, machen Sie das an der Börse. Registrierung, Verifizierung und ein Depot anlegen. Wer verkaufen möchte, am Start sofort verkaufen zu einem Billigpreis. Natürlich, alle warten auf Sie. Es gibt eine lange Schlange, die für 20 Cent kaufen wollen. Alle schreiben mich an. Marina, vielleicht kann man früher, möchte jemand früher als die Börse verkaufen. Für 20 Cent würden wir gerne machen. Meine freigeschalteten Crew habe ich staken lassen für UNTB. Und wenn es Staking gibt, Crew für Crew, werde ich auch machen, denn es ist einfach dumm, jetzt das alles zu verkaufen für 20 Cent, wenn die Perspektive, wenn das Potenzial so groß ist. Andrej Hovrata wird auch erzählen, wie er das alles auch machen will, im geschlossenen Webinar, im nicht öffentlichen Webinar. Also diejenigen, die einen Link bekommen zum traulichen Webinar, kommen Sie unbedingt. Weiter. Viele haben bereits die Nachricht gelesen am 20. März. Startdatum für den Handel.
USDU auch können Sie gegen Bitcoin, EOS und Ethereum umtauschen. Und später gibt es Möglichkeit, USDU an die über das Zahlungssystem zu überweisen. Wer ein Account von Global Unit Pay hat, Sie stellen dort die Anfrage und am Ende bekommen Sie Fiat-Dollar. Auch möchte ich für eine kalte Dusche sorgen für die Partner. Man muss nicht damit rechnen, dass am 20. März die Börse wie Binance funktioniert. Binance, die haben da immer etwas gefixt und etwas repariert, ein halbes Jahr. Ich war Zeuge davon, ich habe das alles verfolgt. Und alles, das war nicht leicht. Ich hoffe, dass wir technisch vorbereitet sind. Mittelüberweisung von der Börse langsam sein. Denken Sie nicht, dass Sie, wenn Sie UNTB oder CRO verkaufen, $10.000 oder $100.000 oder 1 Million, Sie klicken auf die Taste und dann haben Sie die Summe da auf dem Konto. Ja, jede Überweisung wird manuell geprüft. Eine Börse am Start ist sehr sensibel. Es gibt Bedenken, dass es kann ja passieren, dass wir etwas verpasst haben. Man muss auch manchmal mit den Hackerangriffen rechnen. Also, die Mittelüberweisung von der Börse heraus, also aus der Börse, darauf einstellen, dass es manchmal einige Tage dauert, also nicht wie bei Binance 15 Minuten. Vielleicht kommen wir dazu nach 3-4 Monaten, aber der erste Monat, das werden wir alles unter die Lupe nehmen und akribisch jeden Partner prüfen und schauen, aha, Depot angelegt, Crew gehandelt und überwiesen. Okay, es passt zusammen. Es stimmt alles überein und wenn jemand kein Depot hat und dann plötzlich bekommt er Mittel, die er an sich überweisen will, dann wird dieser Account natürlich genauestens geprüft und es gibt auch Schreiben, die wir verschicken werden. Also darauf muss man sich einstellen. Wird sein in der ersten Zeit. Alles manuell. Einen Limits, wenn wir im ersten Monat alles top sein wird, dann werden wir Schritt für Schritt automatische Bearbeitung einführen. Natürlich automatisch läuft das alles manuell, aber läuft alles blitzschnell, aber manuell, das dauert. Die Limits angeht. Solche Limits gibt es, die niedrigen Limits für die nicht verifizierten Nutzer im ersten Monat insgesamt nicht mehr als $500 insgesamt im Laufe eines Jahres zusammengerechnet. Wenn Sie keine Verifikation gemacht haben, dann mehr können Sie nicht überweisen. Viele Partner registrieren die Kinder, minderjährige Kinder an der Börse. Also Freunde, an der Börse kann nur handeln, wer über 18 ist. Also Sie müssen bitte nicht umsonst Arbeit machen für unsere
Offiziere, Check-Offiziere. Wir haben ja 30.000 Partner warten auf die Verifikation und jetzt bekommen wir noch die Fälle, wo die Kinder, wenn die Kinder registriert werden, denn Kinder muss man da an der Börse nicht registrieren. Das ist doch ein Nonsens. Skandal, denn wenn sie viele Accounts haben, sehen wir, dass alle Token-Transaktionen auf den Crypto-Wallets laufen. Sie haben als Vater oder Mutter, sie haben ein Crypto-Wallet, sie haben dann Account vom Kinder, überweisen sie seine Token auf den Eltern-Token-Wallet und dann an der Börse. Aber diesen Kindergarten sollten sie sich und uns sparen. Bitte. Was die Limits angeht, ein Screenshot machen, da sind die Limits, die Obergrenzen. 14.000 groß an die Börse habe ich geschickt und es gab leider keine automatische Gutschrift. Ich habe den Limit doch nicht überschritten. Warum das nicht automatisch erfolgt war und warum musste das manuell? Ja, die Börse errechnet den Wert ihres Deposits mit dem Preis 20 Cent, sondern die Börse nimmt den letzten Trade, den letzten Order an der Börse als unsere Tester. Gegen USDU getestet haben, die letzten Order waren 4 Dollar. Natürlich, wenn sie ein Depot von 14.000 Crew haben und die Börse multipliziert das alles mit 4 und man sieht, dass da die Gutschrift, dass da nur also über 50.000 Dollar gutgeschrieben wurden oder fast 50.000, Das wird natürlich alles nicht durchgelassen. Also diese Limits in Dollar umgerechnet nach dem Kurs des letzten Trade Orders. Wenn Sie wollen, dass die Summen blitzschnell gut aufgeladen werden, schauen Sie auf die Transaktionssummen. Eine Transaktion einzeln und für einen Tag und die monatliche Summe. Und das Aufladen und Zurücküberweisung, also Withdrawal, somit im Griff haben. Corporate und VIP, also wie kann man den VIP-Status bekommen? Ich habe das im letzten Webinar erklärt, dass VIP-Status, es ist nicht für natürliche Personen, sondern das ist für eine Firma. Und hat ein Projekt und die Firma hat dann Token unserer Blockchain. UNTB oder Crew werden brauchen. Sie wissen ja, dass wir Bankgarantienprojekte, Bankgarantien planen, Eugene-Projekte, wo es großes Volumen gibt, die an unser Token geknüpft sind. Nur diese Firmen werden VIP-Status bekommen. Sie als Partner, Privatpersonen, werden keinen solchen Status bekommen. Nur für einen großen Traffic, was dieser Firma dann hinlegt oder leistet, denn die Börse verdient an diesen Ordern. Wenn Sie einmal Crew verkaufen, einmal
0,5% wir die Börse daran verdienen und sie holen dann Cash, können dann einfach weitergehen und Schiffe und Häuser kaufen. Nein, also dieser Status ist nicht für die Firmen, die für Umsatz, für das Volumen sorgen. Privatpersonen. Die nächste Folie. Hier. Das ist die Folie. Ja, machen Sie ein Screenshot davon. Da sind Rechnungsdaten Crew. Für Crew, also Daten wir den Börsenhandel, damit diejenigen, die keine liquiden Crew-Token haben, damit sie diese kaufen können. Sie werden 5 Tage Zeit haben, um Crew-Token kaufen für das Staking. Wenn wir das früher gemacht hätten, wenn wir daran gedacht hätten, heute werden wir starten oder morgen. Aber heute hatten wir eine strategische Sitzung. Strategieabteilung hat alles bewertet, dass es im Vorfeld auch eine erhöhte Nachfrage gibt für Token, für freigeschaltete Token. Am 25. März kann man dann Crew für Crew Staking machen. Und diese lecker Stakings, 3, 6 und 36 Monate, die werden am 31. März schließen. Nur 5 Tage lang werden diese Stakings und eben die Staking zugänglich sein. Und seit dem 1.4., ab dem 1.4. sind dann diese in der Mitte vorhanden, 12, 8, 18 und 24 und UNTB auch. UNTB-Stake nach einer Zeit, vielleicht nach 2 Wochen, eine kurze Zeit werden wir, für 5 Tage werden wir eventuell wieder einschalten, aktivieren oder 6 Monate einschalten. Diese Ankündigung am 15. April, nur 5 Tage, sagen wir mal, verpassen Sie nicht diese Möglichkeit, denn sonst gibt es weiter, danach gibt es nicht. Wir werden diese Anzeigen natürlich auch, wir werden damit dafür sorgen, dass es eine erhöhte Nachfrage gibt und freigeschaltete Crews werden dann teurer werden. Wir werden auch entsprechend publizieren, inserieren. Und Sie selber natürlich, Sie werden so eine Werbung machen, Sie werden erzählen über diese Stakings. Also, denken Sie daran, bis zum 25. März, wer keinen Wallet hat, muss man sich kümmern. Bis zum 25. März, wie gesagt, alle Schlüssel bekommen, müssen Sie dann bekommen. Krypto-Schlüssel, Krypto-Wallets, Thinking machen. 3 Milliarden, ob die ausreichen werden, wenn wir schauen, vielleicht sind die in einer halben Stunde verbraucht und dann gibt es nur UNTB-Staking. Nur, also die Crew-Anzahl ist eingeschränkt für so eine Art von Staking. Gibt es nur 3 Milliarden Token. Weiter. Riesige Erinnerung, eine große Erinnerung an die Paten. Lesen Sie zunächst die Text- und Videoanleitungen zum Erstellen eines Crypto-Wallets. Muss man den Refresh-Button, Refresh-Frozen, Refresh-Balance drücken, klicken.
und dann werden die Token-Daten ausgeglichen. Wer es nicht gehabt hat, beim ersten Mal Refresh zu machen, dann müssen Sie ein oder zwei Token für UNTB-Staking machen, dann Unstaking machen, also irgendwelche Manipulationen mit dem Wallet. Ja, weniger Panik und mehr positives Denken. Und noch eine Folie haben wir. Eine unglaubliche Veranstaltung. Ja, Geburtstag von Crypto Union 2 Jahre. Im März. Im März, wir haben Blockchain gestartet, Börsenhandel gestartet. Erinnern Sie, wie schön es war, am 1. Oktober online uns zu versammeln, alle Sprecher zu hören aus Australien, aus Großbritannien, den USA. Diese Veranstaltung am 30. März. Es gibt 8 Städte aller Welt. Ich weiß nicht, welche Städte sind es genau. Entweder im geschlossenen Webinar oder in den Nachrichten werden Sie das lesen. Städten gibt es dann lokale Ansammlungen, lokale Versammlungen von 200, 300 Menschen live bei einer Live-Konferenz, Präsenzkonferenz, und diejenigen, die nicht teilnehmen können, online verfolgen können. Die Anzahl der Tickets für die Online-Konferenz und für die Live-Konferenz sind ein, die Tickets sind eingeschränkt. Der Preis, Ticketpreis wird natürlich sich ändern. Je näher zu dem Tag, desto teurer. Also wenn Sie über Zoom dieses Streaming anschauen wollen, da gibt es viele Nachrichten, alle Pläne und alle Perspektiven, alle Aussichten werden dort bekannt gegeben. Deswegen loggen Sie sich ein im Privataccount, finden Sie diesen Button, Ticket kaufen, und dann wir alle werden uns gemeinsam freuen und gemeinsam unsere Ergebnisse feiern in diesen 2 Jahren. Und auf Wiedersehen, sage ich Ihnen bei nächsten Webinaren. Ich würde Sie gerne wieder hier sehen. Auf Wiedersehen.